Willkommen allerseits. Ah, Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Die habe ich gesucht. Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Poppy Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, Professor. Knuddelmuffs sind süß. Du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Du bist süß. Süßi. Du kannst meine Bürste benutzen. Sei sanft. Ach, wir können Tierfliegen. Wir können Tierwesen. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. Das ist ja. Ist ja großartig. Eine Bürste, mit der du Tierwesen striegeln kannst. Ach du, ich bin verliebt. Was habe ich gesagt? Das Spiel kommt immer wieder mit Überraschungen. Oh. Wie schön. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Und noch füttern. Ich komme um. Du siehst Süßheit. Was denkst du, wonach das Granulat für Gerald schmeckt? Ich hoffe nach Süßigkeiten. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und nö, bitte, ich will noch. Seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Ich will noch stundenlang dieses kleine Knöllchen nicht die Streichel. Kiesel im hintersten Gehege. Streichen, Bürsten, Füttern. Komm schon, Streichen, die Bürsten, Kiesel sind Bürsten. Hier drüben. Ja, so ungefähr. Große Katzen. Ah, Knieselschnurrbarthaare sollten mir ein paar Knuts einbringen. Genug für einen Einkauf beim Honigtopf. Ach, sei nicht dumm, Elfmoy. Was? Blödes Vieh. Wie Elfmoy mit seinen Schnabel. Was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Persephone. Das ist nicht lustig. Ravenclaw und Slytherin. Los, komm. Slytherins. Kein Feingefühl, keine Ehre, kein. Es ist. Ach. Diese beiden haben nichts in der Nähe der Klasse zu suchen. Zukünftige Wilderer. Persephone hat sie sofort entdeckt. Danke für deine Hilfe. Machen wir weiter. Füttere und bürste die Kniesel so, wie du es bei Gerald getan hast. Unbedingt. Wer war der Kniesel? Wer war der, der gerade gepeelt wurde? Ich glaube, das war der Metal. Ich gehe zuerst. Ich bin zuerst gestreichelt. Wenn die so auf dem Haufen steht, dann kann ich euch nicht einzeln bürsten. Ach, du bist gebürstet. Na, oh, fantastisch. Und Snacks für euch. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Es scheint unsere Dann Zeit sind sie bei mir abgelaufen. Falsch.
Ach nö. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Müssen noch füttern. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. So, jetzt haben die alle Futter gekriegt. Ich will noch weiter. Ich will noch streicheln. Streichen kann man die nicht, aber bürsten. Ich auch noch mal. Na komm. Für alle eine extra Streichelbürste. Einlage. Das könnte ich stundenlang machen. Die Lehrerin hat gesagt, wir müssen zu ihr kommen. Hallo, Professor. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Ist viel zu kurz. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte. Bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer vor Gericht bringen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele Tierwesen wie möglich selbstständig anzueignen. Wir haben schon mehr gelästert als alle fünf Klässler zusammen. Na los! Kann ich was für dich tun, Poppy? Nochmals vielen Dank, dass du etwas gesagt hast, so dass ich es nicht musste. Du warst wie ein Orkiri am Mittag in der Wüste. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Das sagen meine Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur dastehen und zusehen. Wir sind uns ähnlich. Tatsächlich gibt es da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte. Im Wald. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Ein Hippogreif. Ich nehme nicht einfach jeden mit. Du bist bisher die Erste. Wirklich? Das wird eine großartige Freundschaft. Danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ach, was für ein Wetter. Findest du nicht auch? Poppy, komm, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Ich folge. Das sind ein paar Mondkristalle. Kann man nie genug haben. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Wo, ich sehe noch nichts. Bleib zurück. Dachte ich mir. Hippogreif. Endlich. Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit begegnen. Erst noch verbeugen, bevor du dich näherst. Dann langsam nähern. Ich weiß, ich habe Harry Potter Teil 3 geguckt.
fantastisch. Ich wusste es. Ich habe noch nie erlebt, dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Bringe ihr was zum Naschen und erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Du bist nur ein großes Tier. Du brauchst ein bisschen mehr. Und striegeln. Fantastisch. Mehr kann ich da gar nicht sagen. Was hältst du von Wolkenschwinge? Fantastisch. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Wie du vielleicht weißt, haben wir hier ein Wildererproblem. Ich befürchte, sie könnten sie erneut einfangen. Und dann bin ich vielleicht nicht da. Professor Howen hat die Wilderer auch erwähnt. Sie meinte, wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen. Aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Du hast recht. Es klingt, als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Neben Glam sehe ich, was ist Glam? Jetzt bei der sag es mir nicht. Ich lese gerade erst, Tierwesen ist das beste Feature im Game. Neben Glam. Was ist Glam? Wenn es ein Spoiler auf das, was noch nicht weiß, wir sind keine im Abenteuer, sag es mir nicht. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst ziemlich entschlossen. Sagst du mir Bescheid, wenn du etwas herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Auftrag abgeschlossen, Unterrichtsstunde Tierwesen. Ist die erstes Jahr, oder? Ich hab die nämlich schon am... Ich wusste, dass die da ist. Ich meinte, die Suche mal auf dem Gelände rumlaufen zu gesehen zu haben. Flohfliegen. Ich habe die gesucht, aber ist die gerade dazugekommen? Dann werden wir sie vielleicht im Hufflepuff-Gemeinschaftsraum finden. Mit der muss ich mich befreunden. Aber den Hippogreif können wir jetzt noch nicht rufen, um mit ihm zu fliegen, oder wie sieht das aus? Ich dachte, apparieren geht innerhalb von Hogwarts nicht. Ich bin vorne weggerannt. Wie kann sie... Oh, und wo sind die Tierchen? Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Wo sind die Tierchen? Ich will die Tierchen weiter streicheln. Tja, schade.
Ich werde jetzt mal die Bürste wegpacken. Okay, den Hippogreif kann man noch nicht rufen. Schade eigentlich. Warte, wir haben doch hier. Wir können neue Skillen. Andauernder Fluch. Da brauche ich noch andere Sachen für. Die Bösung. Kommen Sie zu mir. Ich habe etwas in dem Medaillon, das wir im Nutz gefunden haben, entdeckt. Aha. Grüß, ich bin froh, berichten zu können, dass meine Schwester Helen den plötzlichen Angriff von Azkaban überlebt hat. Ah, schön. Sie sagt, sie sei Anne nicht böse, so schrecklich die Gewalt auch war. Nachdem sie die Zustände in Azkaban wiedergesehen habe, überraschte es Helen kaum, dass Annes Verstand so erschüttert ist. Es scheint, dass sie Jackdaws Geist gefunden und ihn von Anna erzählt haben. Helen lässt ausrichten, dass er offenbar versprochen hat, mit dem Ministerium und Helen zusammenzuarbeiten, um herauszufinden, ob was für sie getan werden kann. Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei einer Lieferung und dachte, sie wären vielleicht interessiert. Besuchen Sie mich in J. Pippins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Okay, da waren wir mehrfach schon. Kommen so schnell wie möglich zu mir. Meine Abstecher beim Ministerium waren nicht von Erfolg gekrönt. Ich hoffe, sie hatten in der Zwischenzeit mehr Glück. Jetzt haben wir schon gemacht. Dann waren wir bei der ersten Prüfung. Das Medaillon hat man, glaube ich, auch schon. Neue Tierwesen, Hippogreif und Tirico. Mhm. Hier haben wir noch einen neuen Einrichtungsgegenstand bekommen, Erkundung. Mittelgroße verzierte Tisch. Da müssen wir mal bei Gelegenheit wieder in Raum mit der Wünsche zurück. Ohne die drei Besen können wir auch noch machen. Ich will jetzt mal Alomora lernen. Deswegen machen wir das zuerst. Hier auf der Karte. Achso, ich wollte ja mal hier Reparaturen gebrauchen. Lumos haben wir bisher noch selten gebraucht. Ja. Feuerzauber kann man hier mal gebrauchen. Okay, der ist hier bei der großen Halle. Bei der großen Treppe. Ich laufe da mal zu Fuß. Mache hier keine Schnellreisen, wenn es sich vermeiden lässt. Kann ich ein bisschen durchs Gelände laufen. Diese schönen Landschaften. Das tolle Hogwarts-Gelände begutachten. Das ist Herbst gewohnt. Alles bunt und hübsch. Hab ich hier Geräusche gehört? Oh, ein Testral. Wir können die Testrale sehen. Die müssen natürlich auch gefüttert und gestriegelt werden.
Kannst du mit gezielten magischen Tierwesen integrieren. Interagieren. Ist ja schade. Ich würde gerne den Testral füttern. Ach, schön. Das Spiel ist einfach so ein großartiger Traum. Ein Traum, der in Erfüllung geht. Okay, was sind wir hier in den Graten? Ah! Bei ihr. Was war nochmal der Zweck dieser Aufgaben, Professor? Sie auf Glacius vorzubereiten. Kommen Sie später zu mir, dann gehen wir ihn durch. Das machen wir. Das war eine Nebenquest. Glacius, das war die Ballons über Hogsmeade platzen. Ja, das könnte irgendwas. Machst du, by the way, Nebenquests für den Raum der Wünsche oder wie der auf Deutsch heißt, der genauso heißt der. Nebenquests, weiß ich jetzt nicht, ob es da aber Nebenquests für den Raum der Wünsche gibt, aber ja. Ich mache ja auch immer zu mal Nebenquests. Also hier die von den Lehrern, die Aufgaben mache ich momentan eher. Die anderen Nebenquests. Hier die Nebenquests, die vernachlässige ich dann doch meistens ein bisschen. Ja, hier scheint es einen zu geben, der mir hier so eine Zauberanweisung, der mir so irgendwas so bringt. Flugprüfung müssen wir auch nochmal machen. Auf dem Quidditch-Feld, da werden wir auch nochmal hingehen. Also ich vernachlässige hauptsächlich eher die Sachen, die es hier unten gibt, ich weiß nicht. Zauberstabkrieg von Gold, also das ist gut. Literatur, das lohnt sich, das habe ich auch schon angefangen. 3 von 5 habe ich schon gesammelt. Das war mir dann ein bisschen zu blöd, weil ich weiter wollte. Ja, ich denke, wir werden jetzt zum Hausmeister, dann gehen wir eh. Wir verknüpfen das immer. Ich verknüpfe das immer ganz gerne so. Das lohnt sich für eine Roman-Gemeinde. Ja, das ist nochmal. Machen wir noch. Ich verknüpfe die Quests gerne. Ich versuche die irgendwie zusammenzuknüpfen. Also, wir haben jetzt wahrscheinlich hier. Also, wir haben jetzt die Hauptquest mit dem Hausmeister. Das machen wir direkt jetzt. Und danach haben wir die Hauptquest. Das war in den 3 Besen in Hogsmeade mit der Sirona mit der Sirona sprechen müssen. Und dann können wir, wenn wir schon mal in Hogsmeade sind, können wir dann auch mal bei der Gelegenheit die Aufgabe mit. Können wir hier. Hier, Glacius, können wir Ballons rund um das Quidditch-Feld, ja, rund um Hogsmeade. Dann können wir das gleich, wenn wir Hogsmeade machen, können wir das dort anfangen und dann können wir weiter nach. So machen wir das. Dass wir die irgendwie ein bisschen verknüpfen. Mit irgendeiner anderen, die wir nicht verknüpfen können, machen wir irgendwann später. Jetzt haben wir hier ihr Zimmer gefunden. Aha, lesen wir wieder fremde Briefe. Zeige ich dem Madame Kugawa wunderbare Neuigkeiten, dass sie im Lehrkörper von Hogwarts als unsere neue Fluglehrerin beitreten werden. Ich wage zu behaupten, dass unsere gemeinsame Arbeit in Hogwarts weniger ereignisreich sein wird als unsere Zeit am Hafen von Yokana, aber man weiß ja nie. Ich freue mich darauf, Sie bald wiederzusehen. Sollte Sie in der Zwischenzeit Fragen haben, zögern Sie nicht, mir eine Eule zu schicken. Herzliche Grüße, mein Fehler, wie ist. Briefgeheimnis gibt's hier nicht. Ja. Eine Truhe. Exzentrische Schuluniform mit Weste. Nee.
Können wir verkaufen, wo wir in Hogsmeade sind. Ich will das Spiel hier hauptsächlich so ein bisschen wie ein Storygame so ein bisschen versuchen zu knüpfen, dass das so ein bisschen. Wo sind wir jetzt hin? Das ist halt die Hauptstorys abgehen und dann nebenher, was sich halt so verknüpfen lässt. Bestimmt werden wir auch ab und zu mal andere Nebenquests machen. Ab und zu verlaufe ich mich hier irgendwo hin und dann gibt es dort eine Quest, die mir angeboten wird, dann nehme ich die auch an. Kann ich was zur Ausrüstung sagen, ist etwas von Anfang an geht, wäre also kein Spoiler, der verlaufen passiert einmal so oft. Ausrüstung, ja, ich habe meinen. Weiß nicht, kannst du machen, was du willst. Also die Ausrüstung. Ich weiß nicht. Ich mach das einfach, wie es mir gefällt. Ich trage meistens das hier. Und wenn ich in Hogwarts bin, trage ich den Schulumhang. Und dann, wenn nicht, dann mache ich den aus und dann laufe ich so. Hm? Weil ich mir eigentlich festge. Das Aussehen darüber projizieren. Dann sag mir mal wie. Das hat das Spiel schon. Das hat mir das Spiel öfters gesagt, dass man das angeblich irgendwie kann, aber ich finde das hier nicht. Weil. Kapuze an, aus. Okay. Ah, Erscheinungsbild ändern. Es ist, hier ist das. Drüber hover und F drücken. Aber die sucht die ganze Zeit diese Umhänge hier. Das sind hier die ganzen. Ist hier großartig. Ich finde das Aussehen eigentlich am besten. Dann können wir eigentlich das hier anziehen, weil das mehr Verteidigung hat. Und es anders aussehen lassen. Verstehe. Jetzt haben wir das hier an. Werde ich mal ausprobieren. Jetzt will ich aber, dass das hier so aussieht. Jetzt müssten wir jetzt eigentlich. Ja genau, jetzt haben wir das an, aber das sieht so aus. Großartig. Wenn wir das Aussehen einfach ändern wollen, dann machen wir einfach hier. Und lassen das gerade mal so aussehen. Wenn wir dann so aussehen wollen, machen wir so und. Aha. Wow, das sieht auch nicht schlecht aus. Das ist bei den Sammlungen. Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum wir die Sammlungssachen nicht nutzen können. Weil da schon durchaus manchmal gute Sachen bei rumkamen. Gegen die Umhang. Aber ich weiß, dann würde ich den noch lieber tragen. Wenn wir nicht in Hogwarts sind. Okay, können wir so lassen, den mag ich. Jetzt tragen wir einen Hut, aber der sieht wie kein Hut aus. Okay. Interessant. Danke für den Tipp. Ich glaube, seit Anbeginn ständig mit Maske rum. Ist ein Katzin echt lustig. Ja, ich mag die. Ich
hoffe, da ist die Katze nicht von verwirrt und... Wenn ich trotzdem irgendwie aus Fühl durch eine Backung mit dem Grünen mag. Und so dargestellt. Ich mag das selbst bei dem Hut. Ich habe jetzt trage jetzt um die Stats zu haben, aber ich finde den, ja, ich weiß nicht. Den habe ich ab und zu mal, den habe ich einmal kurz getragen, aber sieht nicht gut aus. Oder haben wir einen Hut, den man. Nee, wir haben noch keinen guten Hut. Und hier haben wir die Maske. Oh, die Brille ist nicht schlecht. Die passt viel besser. Das ist die sechseckige Brille. Mank. Was haben wir hier? Unsichtbares Gewand. Dieses Kleidungsstück erscheint unsichtbar. Aha. Interessant. Außer von Hogwarts werde ich dann so rumlaufen. Das sieht episch aus. Auch der Mantel ist nicht schlecht. Finde ich auch gut. Und hier der Umhang, das Cape hier. Finde ich großartig. Sofern es nicht so. Ich werde mal schauen, wie sehr das. Ich hoffe, irgendwann nochmal einen guten Hut zu finden. Da würde ich auch gerne mal eintragen. Danke für den Tipp. Oh, ein Geheimgang. Ausrüstung, das hasse ich doch. Ausrüstungsplätze sind voll. Dann schmeißt man den weg. Man bekommt scheinbar auch keine neuen, keine Erweiterung der Ausrüstungsplätze. Oder tut man das später? Ja, jetzt habe ich keine Handschuhe mehr an. Okay, relativ nutzlos dieser Geheimraum. Okay, hier durch die Tür. Oh, ich finde das eher wow. Diese Landschaft haut mich die. Das haut mich wieder um. Das Schloss. Die Aussicht. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Auf zum Hausmeister. Oder so. Was geht hier? Sorry, wollte ich nicht anrempeln. Einmal kurz innehalten von dem Hogwarts-Wappen.